So, meine Lieben, heute mal Let's Play mit Bussimulator. Ja, wir haben jetzt aktuell hier eine Strecke, müssen wir neu bauen. Werden wir da nochmal klappen machen. Werden wir hier so das da anfahren. Werden wir gleich mal wieder ranzoomen. Die Zuckerfabrik. Also mindestens 10 Haltestellen brauchen wir. Oder maximal 10 Haltestellen. Da würde ich sagen, machen wir einen Fischgrund. Arbeitergasse. Die Flusspromenade haben wir 5 Haltestellen. Dann werden wir die da anfahren. Oh, jetzt macht er das natürlich so. Dann fahren wir halt das alte Sägewerk an. Okay, er macht das komplett anders. So wie er es nicht soll, macht er das natürlich. Dann fahren wir so geradeaus und dann fahren wir hier hinten rum über die da. Dann haben wir 5, 6, 7, 8. 9. Okay, wir haben nur 9 Strecken. Das ist nicht ganz so, wie ich das gerne hätte. Okay, dann müssen wir doch anders da fahren. Müssen wir doch ein bisschen anders anfangen, weil uns fehlt eine Strecke dann quasi. Machen wir das so. Nehmen wir die da weg. Wir die hier haben, die Str Egal, fahren wir so, so genau, und dann machen wir das so. Dann fahren wir hier jede Haltestelle an. Jetzt müssen wir mal 10 Strecken haben, also 10 Haltestellen quasi. Und schon sind wir nicht bei 10, Siegwalde. So, die werden wir speichern. Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Die werden wir fahren. Wir nehmen aber wieder unseren MAN zufällig. Lassen wir so Verkauf machen wir an, natürlich. Schnellstart an, vereinfacht an, alles passt. Und dann wollen wir mal losfahren. Mal so ein kleines Let's Play machen. Dachte mir, mach's einfach mal ein Let's Play mit Bussimulator. So ein kleines Projekt dann. So, erste Hälfte hätte ich schon erreicht. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Was? Zwei Standard. Dann wollen wir dann doch gleich mal. Da sind ja welche eingestiegen, werden wir gleich mal gucken, ne? Ob hier ein paar Schwarzfahrer drin sind. Augenblick. Was? Ach so, hier. Wir kontrollieren das trotzdem mal. Auch wenn du gerade eine Fahrkarte bei mir gekauft hast. Schaden tut's nie was. Ich denke mal, wir werden nach jeder Haltestelle mal so Fahrkartenkontrolle machen. Und wie genau jetzt das Projekt weitergeht, dann wie viele Touren wir fahren werden pro Folge, entscheidet man spontan. Also geplant sind jetzt 2 Touren pro Folge. Und dann immer gucken, ne? Was bremst du da vorne? Das ist unsere Linie 6 mittlerweile. Okay. Fahr doch zu. Oh. Die anderen haben Vorfahrt. Okay. Okay, dann bleib doch stehen. Truck Driver werden auch dann weiter noch als Let's Play machen. Da werden auch mal wieder mal Folgen kommen von mir. Aber jetzt aktuell ist Bus Simulator geplant. Truck Driver wird auch als Let's Play kommen. Und den Rest guckt man da mal, meine Lieben. So, jetzt können wir ein bisschen Gas geben, endlich. Zum Heuschober ist die nächste Haltestelle. Wir müssen natürlich gucken, dass wir das Geld für den Erdgasbus bekommen. Hier ist gerade eine Webs bei mir im Zimmer. Das gefällt mir gar nicht. Alter, die macht mir. Willst du mitzocken, ja? Eine Fahrkarte, Wochenfahrkarte. Natürlich. Kriegst du. Standard. Drucken. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Tag. Standard. Drucken. Danke.
So, wir müssten eigentlich wieder abfahren, aber wir machen wieder. Alter, jetzt wird's penetrant hier. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Augen, Blick, wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Hier, bitte. Gut, die alte Dame, da haben wir ja schon kontrolliert. Also brauchen wir nicht nochmal. So, jetzt muss ich schnell trotzdem anhalten, dass sie nicht wieder reinkommt, das Viech. Und das Rollo hier ein Stück runter machen. Passt perfekt. So. Dann wollen wir mal. Oh, Kornstraße. Das ist die nächste Haltestelle von uns. Wo wir anfangen dürfen. Wenn wir gleich mal einen Blinker setzen. Da will jemand aussteigen, dann dürfen sie aussteigen. Moment. Wo ist meine Tasche? Moment, das weiß ich nicht, wo deine Tasche ist. Das musst du selber wissen. Mal ein bisschen mit den Fahrkisten hier reden. Echt, dann musst du zum Arzt gehen, meine Liebe. Wenn du krank wirst, hilft immer der Onkel Doktor. So, da ist schon die nächste Haltestelle. Haben sogar 4 Sekunden über, also. Ja. Sollten wir jetzt schon wieder Abfahrt haben. Eine Fahrkarte, bitte. Fahrkarte natürlich, Standard. Druckner. Ey, sieht's halt mal passend. Natürlich kriegst du eine Fahrkarte. Wenn du das gern hättest. Das nächste Mal zahlt es aber passend, mein Freund. So, dann wollen wir doch gleich mal gucken, sind hier neue Fahrgäste eingestiegen, die wir kontrollieren können. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Was? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Hier. Gut, keine Schwarzfahrer. Sind Sie diesmal anständig? Ja. Sie wissen wieder, oh, Felix ist wieder am. Der Ossi fährt wieder. Da nimm mal lieber Fahrkarte mit, weil der kontrolliert nicht mehr. So, 2 Minuten bis zum Fischgrund dürft man schaffen. Ja, nicht ganz nach SCVO gefahren. Ich hätte mal stehen bleiben müssen. Aber wir haben Vorfahrt. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Nee, will keiner sehen der Katze. Ganz stecken lassen das Foto. Kannst du mir ein Foto von dem Essen schicken? Ja, der Ossi hatte Spaß am Reden. Oh, die grüne Ampel da hinten will ich noch. Oh, das war Schlagloch. Die grüne Ampel wollte ich noch erwischen. Da ist der Blitzer. Deswegen haben wir jetzt abgebremst. Weil da ein Blitzer stand. Und wir wollen ja kein Geld zahlen. Okay, da ist die erste Strafe. 1000 Euro ist noch zu verschmerzen. Haben wir noch 10.000 Euro. Den kontrollieren wir mal. Den kontrollieren wir auch. Sind nicht wieder zwei potenzielle. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Und hier ist die Fahrkarte. Oh, hier, bitte. Haben sie alle heute eine Fahrkarte dabei? Ja. Wundert mich. Und wir haben Zeit gut gemacht. Also wir haben die Zeit aufgeholt, wo wir verloren hatten. Flusspromenade. Die Ampel kriegt man noch. Ja, Ampelschalter kriegt man noch perfekt. So, dann altes Sägewerk. Das Sägewerk.
Die grünen Schaltung da hinten kriegt man noch. Diese 800 Euro, fast 2000 Euro Strafe schon. Hier genug Schwung mit hochnehmen. Da war ein Schlagloch. Oh, es gibt Abzüge. Na, guck mal, da hinten steht der Kollege. Oder Kollegin. Ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Tag, Standard, 2. Danke. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Danke. Wollen wir da gleich wieder auf Kontrolle gehen? Oh, hier sind... Oh nein. Ach, da haben wir einen Schwarzfahrer. Hier ist die Fahrkarte. Da ist der erste Schwarzfahrer. Ja, ich und meine Schlaglöcher, das ist so ein Ding. Guck mal da, da vorne ist es wieder die Kollegin. Ich müsste mal ein bisschen schneller fahren. Ach, die ist gerade angekommen, okay. Jetzt wollte ich nochmal vorfahren. Eine Fahrkarte, bitte. Natürlich. Mach mal. Danke. So, wir haben ja ein bisschen Zeit über, also können wir ruhig mal ein bisschen kontrollieren gehen. Hier. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte, klar. Hier. Es stand jetzt mal ein Schwarzfahrer erwischt. Hier bitte. Na klar, hier. Hier ist die Fahrkarte. Oh. Den Rest haben wir ja schon alles kontrolliert. So, zwei Haltestellen, dann haben wir die Route auch abgeschlossen. Dann müssen wir halt langsam gucken, dass wir für den Bus sparen, für den neuen, für den Erdgasbus, wo wir brauchen. Winken, da ist der Blitzer. Da war Schlaglöchlein. Da ist wieder der Bus. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke.
Da haben wir wieder zwei potenzielle, wo wir kontrollieren können. Da ist noch einer. Ha! Es war ein guter Riecher, wo wir hatten. Jetzt stehen wir natürlich hier. Zu essen holen. Was? Ich glaube, ich probiere mal zu tun. Jetzt steht der Bus da vorne schon wieder rum. So, letzte Haltestelle. Dann haben wir die Tour auch abgeschlossen. Der will wieder Müll einsammeln gehen. So, haben wir das auch abgeschlossen. Jetzt haben wir 166.000. Perfekt. So, wir haben... Da haben wir 31.000, wenn wir damit da nochmal fahren, da haben wir ein bisschen mehr Geld dann. Im Endeffekt. So, die Tour werden wir noch machen, da werden wir wieder, wenn wir die Tage dann, oder wenn wir in der nächsten Folge dann weitermachen. Ich brauche mehr. Da sind zwei eingestiegen, die werden wir natürlich auch kontrollieren. Oh nein. Klar. Da haben wir gleich den ersten. Hier ist die Fahrkarte. Thank you.
Dann sind schon wieder welche eigentlich. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Zack, Schwarzfahrer erwischt. Augen gut lang. Hier ist die Fahrkarte. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? So, jetzt mal andere Haltestelle, weil wir, irgendwo ist eine andere Haltestelle Baustelle und deswegen müssen wir halt andere anders fahren. Dich werden wir kontrollieren. Bitte. So, wo war der Typ da? Hier ist die Fahrkarte. Na klar, hier, bitte. Du da mal da hinten, ne? Hast du. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ist mir egal, ich kontrolliere so. So, jetzt zum Heuschober. Also gut, dann level mal die Tankstellen oder die Haltestellen, umso höher die sind im Level, umso mehr steigen da auch ein. Umso mehr Fahrgäste, umso mehr Geld für mich. So, kontrollieren, wer alles einsteigt. Oh, alter Mädel. Danke. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Jeden Tag werden sie überleben mit Blumen gießen. So. Wir dürfen auch nicht zu schnell fahren, weil hier vorne steht der. Da ist der Blitzer. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob hier unten die Baustelle ist. So, wir haben eine Minute plus. Ein Fahrkarte, das ist laute Musik, machen wir gleich. Eine Fahrkarte will er haben. Dauer, Tag, Standard, Drucken. Passend zahlen wir auch mal angebracht. Ist wieder Yannick oder keine Ahnung, wer bei mir am Bot. Da hört schon wieder jemand zu, laut Musik.
Ich hab Ihnen meine Fahrkarte. Hier. Hier, bitte. Klar. Was? Ach so. Ja, bitte. Wie oft wollen Sie die denn laufen? Gut, kein Schwarzburger drinnen. So, wollen wir mal losfahren. Ach, ich sehe schon. Da hinten irgendwie. Da stand jetzt immer 10.000 S plus gemacht, also ist ja nicht so, wie wir sonst machen. Ich glaube, das eine macht mir 30.000, jetzt haben wir nur 10.000. Ja, nicht ganz das, was wir wollen. Also total andere Haltestelle. Jetzt zur Hafenverwaltung runter, auch nicht schlecht. Müssen wir hier rein? Ich weiß es nicht. Oder die nächste. Ich glaube, die nächste müssen wir erst. Ja, hier rein müssen wir. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu kommen. Was Wochen, Senioren? Danke. Bitte. So, werden wir nochmal auf Kontrolle gehen. Da. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Wie oft wollen Sie die? Was? Sie haben meine Fahrkarte schon. Wie oft wollen Sie die? Klar. Wie oft wollen Sie die denn noch? So oft, wie ich das sage. Nein, ich bin eingeschlafen. So, jetzt Kläranlage anfahren, Wasseraufbereitungsanlage, wie sie das sagen, obwohl, wieso nicht gleich Kläranlage sagen, frage ich mich auch. Okay, das war mein Fehler. Also jetzt geknallt, wäre es mein Fehler gewesen, eindeutig. Ach hier, sieht man schon, hier ist die Haltestelle, wo gebaut wird. Auch nicht schlecht. Also hat man übertäter gesehen, warum ich hier als andere Fahrplanführung habe. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Das ist in jedem Film so, mein Lieber. In jedem Film, wenn du irgendwas irgendwie spannend ist, dann... Ach, guck mal, ein körperlich beeinträchtigter Mann
Machen wir gleich mal Rollstuhlrampe rausfahren. So, willst du jetzt mitfahren oder nicht? Ach so, ja. Kann auch nicht funktionieren, wenn die Türen zu sind. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Wie oft wollen Sie die? Was? Sie haben meine Fahrkarte. Was? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Na klar. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ich denke mal so zwei, genau, immer zwei Touren pro Folge ist, glaube ich, ganz gut. Gut, es war jetzt ein bisschen eine längere Tour. Wenn wir so längere Touren haben, gibt es immer nur eine Folge, also eine Tour pro Folge. Also, weit sind wir ja noch nicht. Aber jetzt haben wir dann die Endhaltestelle erreicht und dann machen wir in der nächsten Folge weiter hier. Machen wir mal die Handbremse rein. Ja, der Stadtverkehr, der ist bisher nervig. Deswegen fahre ich ungern in der Stadt. Jetzt kommt der in der Fußgänge. Oh, ey. Ah, also ich hab's eilig. Komm, ich hab nur noch 40 Sekunden. Da muss ich am Bahnhof. Oder am. An der Bushaltestelle sein. Oh, schon wieder hat jemand sein Müll liegen lassen. Da ist er. Jetzt dürfte man dann Level 11 sein. Naja, 19.000 diesmal nur. So, jetzt haben wir 233.000. Und was kostet dieser Erdgasbus eigentlich, den wir brauchen, ne? 330.000, also brauchen wir noch 100.000. Aber ich würde mal sagen, wir machen dann in der nächsten Folge hier weiter. Dann würde ich sagen, ich bin raus und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.